Servus, hier ist wieder euer Storni und ja, ihr habt schon lange nichts mehr von mir gehört. Es tut mir auch wahnsinnig leid, aber bei mir war privat relativ viel los. Aber jetzt bin ich wieder am Start und wir sehen die neue Allianzkriegsseason. Läuft zwar jetzt schon 2 Wochen, aber ich bin wirklich nicht dazu gekommen, ein Video darüber zu machen. Aber ihr werdet jetzt peu à peu immer wieder einen Krieg von mir bekommen. Ich kann euch leider nicht alle Kriege geben, da ich in ein paar nur Backup war, weil ich keine Zeit hatte und ein Kollege dann meinen Weg gelaufen ist. Aber hören wir mal das Quatschen auf und fangen direkt an und gehen rein in den Krieg. Ich spiele immer noch bei der Allianz Dirty 30. Schöne Grüße, Dirty 30. Wir spielen gegen die WAG Brotherhood. Wir sind in Platin 4 unterwegs zurzeit und ich mache, wie auch in der letzten Season, die ja abgebrochen wurde, im ersten Abschnitt Weg 6. Hier steht ein Hood und ich sag's euch gleich, man merkt, dass die Offseason verdammt lange war. Ja, ich muss mich erstmal wieder gewöhnen. Es ist Season. Ja, aber naja, wir geben unser Bestes und ich habe auch gemerkt, dass ich ein bisschen aus der Übung bin. Und wir sehen jetzt gleich dieser Hood, der schmilzt weg. Fackel, Futter. Ja, also braucht man nicht lange überlegen, mit welchem Champ man da drauf geht. Als nächstes mit 15 Hits. Gut gelaufen, würde ich sagen. Als nächsten Gegner haben wir jetzt hier einen Professor X auf dem Mischmeisterknoten. Ja, Professor X, Mischmeister eigentlich. Ich weiß nicht, warum die Gegner den da hinstellen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Kraftkonzentration 1, also die SK1 auszuweichen, ist jetzt auch nicht schwer. Ich hoffe, ich verplapper mich da jetzt nicht und kriege dann gleich eine auf die Fresse. Das Einzige, auf das man aufpassen muss, ist sein Schwanken. Und das kann man mit Fackel super gut und übergehen. Da sämtliche Angriffe von Professor X energiebasiert sind und wir somit unsere Temperatur steigern. Und immer mit Mittelangriffen. Boah, das geleckt. Leck mich am Arsch. Immer mit Mittelangriffen kann der Gegner nicht ausweichen. Und was noch wichtig ist, Professor X wartet immer nach seinen SKs. Und nach seinen SKs sollte man nicht direkt mit einer mittleren draufgehen, denn ansonsten weicht er aus, weil wir ja vorher mittel leicht mittel gemacht haben. Ja, habe ich schon verschrien gehabt. Ich sag noch, ah, was will der auf Power mit der SK1 und dann, ach come on. Ich muss zugeben, seitdem ich das gekämpft habe, habe ich es heute, also auch das Upload-Datum, das erste Mal wieder angeschaut. Ein Trauerspiel, sage ich euch. Ein Trauerspiel. So, nichtsdestotrotz, der Gegner ist weg und wir haben gleich nochmal einen Professor X, weil es ja so schön war. Hier auf diesem Knoten, schaue ich mal den Knoten noch an. Ja, zerfallende Rüstung, Kraft des Willens, frei und ungebunden. Und kinetische Übertragung nicht zu vergessen. Möchte man meinen, boah, frei und ungebunden, ohne einen Auslösch-Champ. Ich sag's euch, schaut es euch an. Professor X, echt easy. Eben aus diesem Grund, weil er immer nach seinen SKs wartet und seine Ladungen aufbaut, ist dieses Ausweichen und aufhaltsam werden schon wieder völlig vorbei, bis der überhaupt wieder in den Kampf eingreift. Das schauen wir uns jetzt gleich an.
So, jetzt haben wir die zerschmetterte Rüstung. Wir heilen uns ein bisschen. Und ihr seht es, das läuft schon los. Der wartet, 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 wartet. Jetzt ist es wieder vorbei. Wir gehen einfach in dieser Zeit nicht drauf. Dann ist es völlig easy. Dann hier die Heavy noch geladen, damit ich über den 10 Temperaturen bin. Wenn er sein Schwanken aktivieren würde, und ihr seht es schon, das ist wirklich eigentlich ein relativ geschenkter Kampf. Ich verstehe immer die Leute nicht, ich verstehe nicht, warum ich den da drauf setze. Muss ich ganz ehrlich zugeben. So, und der Kampf ist vorbei mit 31 Hits. Wir haben uns sogar noch ein bisschen heilen können durch die zerschmetterte Rüstung. Oder? Zerschmetterte Rüstung? Zerfallene Rüstung. Und jetzt die nächsten zwei Kämpfe. Eigentlich peinlich. Wirklich peinlich. Ihr seht mein Team. Ich habe schon gewusst, dass ich nicht die perfekten Counter dabei habe. Aber was soll's? Das ist Rang 4. Annihilus, da brauche ich nicht extra einen direkten Counter mitnehmen. Und dann dachte ich mir, Fackel brauche ich eh nicht mehr in dem Krieg. Max ist doch mit dem. Und wir sehen es jetzt gleich, wie das Ganze verläuft. Also wäre der jetzt ein Rang 5 gewesen, würde ich nie mit Fackel da drauf gehen. Hier als erstes eigentlich einen Intercept gesetzt, aber irgendwie hat er nicht gezählt. Und jetzt geht's los. Getroffen worden, aber meine Taktik ist eigentlich gegen Annihilus immer zurückzuweichen und dann, sobald ich zurückweiche, mit einer leichten Attacke draufgehen. Ich hasse Annihilus SKs auch, beziehungsweise er wirft sie auch nicht. So, und jetzt stehe ich in der Ecke. Ja, weich schnell zurück, mach hier die Quake. Alter, war das ein schlechter Kampf. Hier habe ich ein bisschen gewartet, bis er mal wieder mich ein bisschen zur Ruhe kommen lässt. Naja, aber ihr seht es. Wie gesagt, es ist ein Rang 4 Annihilus. Ich hasse auch seine SK1. Die trifft mich immer, wenn ich zurückweiche. Hey, hier habe ich hier mal richtig gut ausweichen können. Und hier seht ihr es, das geht eigentlich relativ gut. Und so kann man mit jedem Champion gegen Annihilus spielen. Hier, ich werde da regelmäßig getroffen. Das nervt mich immer. Hier hat gar nichts mehr funktioniert. Boah. Was habe ich da gemacht? Ich war so froh, als der Kampf vorbei war. Also wie gesagt, nehmt euch da kein Beispiel dran. Nehmt die richtigen Counter mit. Okay? Sehr gut. Haben wir das auch geklärt. So, ich habe wieder Energie, kann auf die Bossinsel und mache hier gleich weiter mit einem Immortal Abomination. Mit einem Immortal Abomination. Dachte mir, ja, kannst du mal probieren. Jetzt schauen wir uns das Ganze mal an. Wie gesagt, es ist lange her, dass ich eine Season gespielt habe. Hier, der Light Intercept hat super funktioniert. Ich schaue immer, dass ich ihn auf SK1 spiele. Hier, mein großer Fehler. An das habe ich natürlich nicht gedacht. Ich bin resistent gegen Vergiftung. Mit der SK1 mache ich Vergiftung, also vergifte ich mich selbst. Und jetzt schaut's gleich mal an, was passiert. Ich krieg den Acid Wash, weil ich 10 Vergiftungen hatte. Und hatte Glück, dass ich jetzt nicht gestorben bin. Oh, Leute. Ich weiß auch nicht, warum ich über die SK1 gespielt habe. Eigentlich wäre die SK2 die sichere Nummer gewesen. Aber naja. Ist so, ich bin nicht gestorben. Alles gut. Wir regenerieren auch schön durch die Debuffs wieder hoch. Hier habe ich mich dann dazu entschieden, keine SK mehr zu machen. Im Nachhinein wäre es viel klüger gewesen, ich hätte die SK2 gemacht.
Jetzt war nämlich er im Acid Wash und durch die SK2 lösche ich ja meine Gift-Debuffs wieder durch die Säureverbrennung. Säure? Ja, Säureverbrennung, glaube ich, heißt. Ja, auf jeden Fall, ich habe überlebt, aber ihr seht es, es ist teuer. Ich hatte Booster drin, einen Rang 3 hochzuheilen. Aber ich heile mich ja generell die ganze Zeit hoch und ich bin hier auf der rechten Seite unterwegs. Ja, den Manfing, der ist eigentlich ein gefundenes Fressen, wenn er Andub ist. Weil, wenn er Andub ist, regeneriert er nichts nach seinen SKs unter 50%. Und das ist eigentlich das Einzige, warum man den da draufsetzen kann. Weil er dann unabwehrbar wird durch den Knoten. Frag mich aber nicht, wie der Knoten heißt. Außerdem bekomme ich schneller meine Vergiftungen. Eben, weil ja Manfing mich auch vergiftet. Aber ihr seht es schon. Der Kampf sollte nicht das Problem sein. SKs vom Manfing sind auch nicht schlimm. Nur wichtig, dass man damit was. Hier bin ich zu früh zurückgewichen. Mann, Storni. Was soll die Scheiße? Jetzt hier die SK2. Jetzt ist mein Modus aktiv, meine Säureverbrennung. Hoffe zumindest, es heißt so. Bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Hier habe ich mit meinem Intercept nicht gerechnet, dass der funktioniert hat. So. Und jetzt hat er gleich, hoffe ich, nee, hat er nicht, keine 10 Vergiftungen drauf. Ich spiele hier aber auch wahnsinnig schlecht. Viel zu passiv. Ich müsste viel näher am Gegner stehen. Aber wie gesagt, ich muss erstmal wieder in die Seasons reinfinden. Aber naja, der Kampf war One-Shot. Das ist doch alles, was wir wollen. Wunderbar. Einen Kampf habe ich jetzt hier noch. Den Kampf, den kennt ihr schon. Den habe ich bei Rolex 2 schon immer machen dürfen. Mit meinen kosmischen Ghost Rider gegen den Killmonger auf der Lähmungsreflexion. Mit Tupfenkraft und empfindlich gegen Lähmung. Ich habe hier noch einen Power Start 1 Boost reingehauen. Die sind ja jetzt, die werden einen ja jetzt nachgeworfen durch die Kompensationen und auch durch den Treue-Shop. Ich bin da jetzt ehrlich gesagt nicht traurig. Und deshalb kann man den schon benutzen. Es ist auf alle Fälle um einiges leichter. In der Off-Season habe ich es ohne gemacht immer. Ja, es ist um einiges leichter, den Kampf so zu machen. So, dann sind wir jetzt schon fast wieder auf SK1. Ich versuche immer die SK1 zu drücken beim mit Cosmic Ghost Rider, da ich hier einäschere und bei Einäscherung wird der die Lähmungsreflexion deaktiviert für einen gewissen Zeitraum. Hier habe ich Glück gehabt, da ist fast schon ausgelaufen wieder und ich mache wieder die SK1 und das ist ein easy. Richtig einfacher Kampf. Ihr seht es. Und der Kampf ist vorbei. Wunderbar. Läuft. Einmal darf ich sagen pro Video. Und wir sehen hier, wir haben den Krieg gewonnen. Der Gegner hat es nicht mehr geschafft, unseren Boss zu legen. Ich weiß jetzt aber nicht mehr, in welcher KI das war. Ja, 77 Kills hat der Gegner gelassen, mir 39. Ja, ist schon in Ordnung. Ich bin wieder unter die VIPs gekommen. Passt. Wunderbar. Freut euch aufs nächste Video und wir hören uns. Servus.